das war die erste Unsicherheit vom jugoslawischen Torhüter. Gut sah er da nicht aus. Bommer! Tor! Genau 31 Minuten gespielt. 31 Sekunden natürlich gespielt. Die deutsche Mannschaft führt nach diesem krassen Abwehrfehler der Jugoslawen mit 1:0, wenn das kein Auftakt ist. Und die Wiederholung. Mild ist das. Der Querpass, da kommt Bommer. Völlig allein stand er da. Naja, das geht. Und noch einmal die Zeitlupe. Mild passt in den freien Raum. Der war Mutterseelen allein, der Bommer. Jugoslawen mit zwei Angriffsspitzen, jetzt geht der dritte mit hinein. Rudi Bommer ist sehr oft mit hinten, Rudi Bommer aus dem Mittelfeld. So war das auch geplant. Erich Ribbeck hat sich da die Düsseldorfer Variante übernommen mit Bockenfeld als Verteidiger und Bommer im Mittelfeld. Und Bommer geht sehr weit zurück oft und bis jetzt mit großem Erfolg. Und das 1:1 und der Torschütze Svetkovic, da hat die deutsche Mannschaft bei diesem Eckball aber gar nicht gut ausgesehen. Oh, da stehen sie und gucken an die Buchwald. Oh, kommt schon ein bisschen überraschend. Die Wiederholung. Ja, der Svetkovic am 5-Meter-Raum und er wird angeschossen nochmal. Da waren drei Spieler um ihn herum. Noch einmal an die Buchwald, verpasst den Ball und dann schießt er ihn an und von da aus geht der Ball ins Tor. 1:1. Genau 21 Minuten gespielt. Ja, nun geht's wieder von vorne los. Das ist der Torschütze. So, ein bisschen ist der Schwung raus aus der deutschen Mannschaft. Der Schwung aus den ersten 10 Minuten. Die Jugoslawen stehen jetzt auch in der Abwehr. Wesentlich besser als am Anfang. Ja, da war Bass, im wahrsten Sinne des Wortes, letzter Mann. In der Mitte stand völlig frei Deveric. Wenn der den Ball erhalten hätte. Und Tor! Der zweite Eckstoß, mit der ein Tor zur Folge hat, das darf eigentlich nicht passieren. Der Torschütze gar nicht sehen können. Ich glaube, es war Radonovic. Die Wiederholung. Herrlicher Kopfstoß, das muss man anerkennend sagen. Ja, Radonovic, der Torschütze. Da hatte Franke noch die Hand dran, aber das war wohl nicht zu halten. Ja, und jetzt liegt die deutsche Mannschaft 2:1 zurück nach 27 Minuten. So schnell drehen sich Fußballspiele. Sie sind wohl ein bisschen zu nachlässig in der Abwehr gewesen in den letzten 10 Minuten. Und das ist dann die Folge davon. Im Mittelfeld haben sie optisch für meinen Begriff besser gespielt als die Jugoslawen. Aber dann in der Abwehr, das sah nicht so gut aus. Christian Schreier, das 2:2, was für ein Spiel. Oder was, Uwe Rahn? Wir werden es sehen. Uwe Rahn wird gefeiert. Uwe Rahn. Ja, ganz eindeutig. Uwe Rahn. Schöne Flanke und er steht genauso wie der Jugoslawe beim 2:1. Mutterseelen allein und kann sich die Ecke aussuchen. Herrlicher Kopfstoß. 2:2. Innerhalb von 2 Minuten 2 Tore.
Die letzten Bilder aus der ersten Halbzeit. Es geht schon eine halbe Minute über die 45 Minuten hinaus. Und da pfeift Schiedsrichter Romero aus Argentinien die erste Halbzeit ab. 2:2 nach 45 Minuten. Das lässt uns hoffen auf eine zweite Halbzeit, zumindest spannend ist. Und die zweite Halbzeit läuft. Oh, da muss es Elfmeter geben. Ja, da gibt es gar keine Frage. Da muss es Elfmeter geben. Und da zögert Schiedsrichter Romero auch keine Sekunde. Die deutsche Mannschaft hat wirklich noch geschlafen. Da ist die Wiederholung. Ja, sicher, ganz klar. Bernd Wehmeyer war der Übeltäter. Und am Boden liegt Stjepan Deveric. Elfmeter in der ersten Spielminute der zweiten Halbzeit, Elfmeter für Jugoslawien. Schießen wird, wenn ich das richtig sehe, Nenad Grassan. Jetzt also das Duell. Grassan gegen Bernd Franke. Ja, da gab es keine Abwehrchance. 3:2 für Jugoslawien. Kein schöner Auftakt für die deutsche Mannschaft. Und eine Parallele zur ersten Hälfte, als die Deutschen nach 30 Sekunden das Führungstor machten, so ist das umgekehrt für die Jugoslawen. Die Wiederholung noch einmal. Ja, Bernd Franke reagiert in die linke Ecke. Keine Chance. 3:2 also. Erneuter Rückstand für die deutsche Mannschaft. Und ich befürchte, jetzt wird es schwer werden. Ribbeck und Vogt. Er hat sehr hart gearbeitet mit seiner Mannschaft hier in Kalifornien. Jürgen Groh, böser Fehler von Jürgen Groh. Svetkovic, Tor! Böser Fehler von Jürgen Groh. Und Svetkovic macht das 4:2. 57 Minuten gespielt. 4:2. Die Wiederholung. Ja, da bringt er den Ball nicht unter Kontrolle. Jetzt spielt er klug nach innen. Sehr. Ja, schöner Haken. Sehr schön gemacht. Muss man anerkennen. Sehr schön gemacht von Svetkovic. Und nochmal. Ja. Sie können Fußball spielen, die Jugoslawen. Wenn man sie spielen lässt. Tor, 5:2, wieder ein ganz böser Abwehrfehler und wieder hat Svetkovic für Jugoslawien getroffen. 5:2 ist fast kaum zu glauben. Das müsste die Entscheidung sein. 5:2 für Jugoslawien, ich fasse es kaum. Spielminute. Ja, drei Mann sind da drum rum und er hebt sehr schön den Ball über Franke, der keine Chance hat. Eine Minute über die Zeit bis jetzt. Und der Schlusspfiff. Deutschland verliert also 5.